So, meine lieben Freunde. Hallöchen, Puppöchen und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part von Let's Play Spirit of the North. Ich muss gestehen, ich habe so ein bisschen Lust auf das Spiel. Was heißt ein bisschen? Ich habe extrem viel Lust auf das Spiel. Und hoffe, ihr genauso. Ich habe natürlich die Kommentare gelesen. Warum ist es jetzt rot? Okay. Wir müssen also hier hin. Oh, das sieht aber nicht gut aus. Folgendermaßen. Sekunde. Ich will ja natürlich gerne als... mal als weißer Fuchs jetzt rumlaufen. Ich habe natürlich deinen Kommentar gelesen, Justin. Das bedeutet, ich stimme dir voll und ganz ein. Du hast ein paar coole Namen für diesen Fuchs reingesetzt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Kapp und Kappa erinnert mich so ein bisschen an den Disney-Film. Und Kappa gefällt mir eigentlich ganz gut. Ich denke mal, das könnten wir dann auch machen. Ansonsten sind die Informationen... die Informationen, die ich bekomme von dir über Füchse, eigentlich sehr, sehr super. Nein, die Fuchsstatuen. Okay, das hat nichts gebracht. Ich finde es komisch, dass es jetzt alles so einen Rotton hat. Bin mir da nicht so ganz sicher. So super finde ich das. Also optisch, naja, da fand ich es vorher ein bisschen besser. Wir sind ja beim letzten Mal hier durchgegangen. Da sind wir hier lang. Ich weiß nicht, ob das so schlau gewesen ist. Okay. Na gut, ich würde sagen, wir nennen den erstmal Kappa. Das gefällt mir super. Wie gesagt, erinnert mich so ein bisschen an den Disney-Film. Und darauf habe ich ja schon so... da hätte ich echt nichts dagegen. Oh, diese Kamera. So, lass mich mal ganz kurz überlegen. Da kann ich mir wieder Spirit-Energie holen. Kann ich hier hoch? Nein. Das muss ich anders machen. Ja, es macht's gut, Kappam. War Kapp. Ich glaube, Kapp war der Fuchs aus Disney und Kappa war der, wenn mich nicht alles täuscht, war Kappa der Hund. Super. Wunderbar. Ist das Wasser gestiegen? Kann eigentlich... das könnte hinkommen. Das kann ich nämlich auch hier hoch. Ja, genau, mach dich mal sauber. Hm, klein Kappa. Das machst du super. Jo, wie gesagt, nach dem letzten Part, nach der Location, hatte ich einfach richtig, richtig Lust auf das Spiel. Ich werde es jetzt einfach nochmal weiter aufnehmen, mal gucken, wie weit ich heute komme. Ich bin mir nicht ganz sicher. Für mich ist das genauso blind wie für euch. Und daher, es ist immer ein bisschen schwierig. Warte mal, ich muss jetzt wieder zurück. Ich habe so das Gefühl, dass das Wasser steigt. So, warte mal. Kriege ich eine neue Fähigkeit, glaube ich.
Spirit Form? Aha. Oh, das ist ja cool. Das ist ja cool. Ich kann also auch jetzt, ich habe jetzt eine zweite Form, das bedeutet, ich kann jetzt meinen Geist voranschicken, um Sachen zu aktivieren. Damit kann ich auch sowas machen. Das ist ja nicht schlecht. Ah, das geht aber nur bis zu einem gewissen Grad. Okay, das geht nicht ewig. Super. Gut zu wissen. Muss man erstmal wissen. Dann kann ich das aktivieren. Lass mich raten, jetzt geht das Wasser etwas höher. Genau, das geht jetzt nach oben. Okay. Das hat richtig schöne Elemente. Das gefällt mir. So, lass mich raten. Da hinten muss ich was aktivieren. In der Geisterform kann ich natürlich auch hier lang. Das kann doch nicht sein. Moment. Achso, hier. Jetzt gehen diese Dinger hier wahrscheinlich weg. Diese Ranken. Ah, nee, doch nicht. Okay, ich kann da wieder raus. Okay, super. Alles klar. Kappa, mein Lieber. Hm? Das machst du super. So. Ich habe jetzt natürlich den Timer wieder mitgestellt, nicht weil ich jetzt irgendwie großartig moderieren oder abmoderieren möchte, sondern einfach, weil ich ganz gerne... Das gefällt mir nicht. Das Rote ist nicht so schick. War ich hier schon? An sich ja. Nee, war ich nicht. Die Frage ist nur... Wir kamen von hier und seitdem habe ich auch nichts erkundet. Okay, okay, okay. Na komm, Kappa, auf! Auf! Ja, das schaffst du. Ja, super. So, die Frage ist nur, gehe ich jetzt den richtigen Weg oder den in Klammern richtigen Weg? Wie gesagt, das hört sich jetzt relativ gleich an. Allerdings muss man sagen, der richtige Weg ist natürlich der Weg, der mich in der Story voranschreitet. Und der vermeintlich richtige Weg ist der Weg, der mich zu Geheimnissen erstmal führt. Bevor ich jetzt diese Kapitel hinter mir lasse. Und das ist natürlich das, was ich priorisiere, dass ich so viel wie möglich von dem Spiel mitnehme. Das bedeutet, ich würde halt schon gerne noch mal ein Stöckchen und einen Wanderer finden. Oder eine verlorene Seele. Sowas zum Beispiel. Kann ich da hoch? Na komm, Kappa, schaffst du das? Ich hätte ja wegen den Namen vielleicht mal ein bisschen recherchieren können. Na komm, du hast doch eben geschafft. Hm, Kappa, na auf! Na, Cap finde ich ein bisschen zu kurz. Das hört sich so nach Cap an. Der Kosename von Captain America aus Avengers. Von daher, ich bleib bei Kappa. Das hat er sich einfach verdient. Soll ich da hoch? Ich bin mir da gar nicht so sicher. Ich probiere es noch ein paar Mal. Warte mal, reicht's, wenn ich da einfach hochlaufe? Na gut, dann nicht. Man kann es ja ein paar Mal probieren. Okay, ist jetzt die Frage. Das ist super.
So, jetzt würde ich aber gerne noch mir noch mal eine Ladung Spirit Energy holen. Gibt's hier in der Nähe ein paar Blümchen? Hier unten, oh, sind die schön. Die sind super. So, jetzt möchte ich mir aber natürlich noch was zu trinken einschenken. Weil solange aufnehmen ohne was zu trinken möchte ich natürlich nicht. Weil wie gesagt, das Spiel ist aktuell ziemlich, ziemlich schön. Gefällt mir sehr. Also absolute Kaufempfehlung diesbezüglich. Und wenigstens hört dieses Vibrieren am Controller auf. Kann ich da irgendwie hoch? Das sieht so aus, als wäre da irgendwie so eine kleine Treppe, die man so ein bisschen sich hochbaggen kann. Hier ist sonst nichts. Okay. Schade. So ein Stöckchen wäre schon ganz nett gewesen. Sieht für mich so aus, als müsste ich hier lang. Aber bevor ich natürlich jetzt hier das nächste hier gibt es irgendwas. Nö, schade, das wäre ein perfektes Versteck gewesen. Vielleicht hier? Nein, okay, schade, sind nur ein paar Ruinen. Hier gibt es wieder Spirit Energie. Die Frage ist nur, aha, okay, ich habe so das Gefühl, hier muss ich lang. Wunderbar, das hat auch super geklappt. So, Kappa, Entschuldigung. Hast du super gemacht. So, jetzt hol dir nochmal eine Ladung. Bevor ich aber durch das Tor gehe, je nachdem, was für ein Tor das ist, werde ich nochmal zurückgehen und werde einfach mal die andere Gegend erkunden. Die Rätsel sind in Ordnung. Die sind nicht so schwer. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass man da jetzt in Probleme kommt. Ah, hier wird nochmal gespeichert. Speichern ist gut. Ich will aber trotzdem nochmal in die große... Ich habe ja gesagt, dass ich nochmal ein bisschen zurückgehe, bevor ich jetzt großartig hier weitergehe. Darf halt nur nicht vergessen, dass die große, tolle Spielwelt, in die ich mich gerade so ein bisschen verliebe, muss ich ja gestehen, dass diese nicht anfängt und mich vom eigentlichen Pfad abweisen lässt. Okay, da geht's weiter. Da geht's auch. Okay. Ist jetzt die Frage. Nein. Es tut mir so leid. Ich meine, er kann keinen Schaden nehmen. Klar, natürlich. Ist ja auch irgendwo ein mystischer Fuchs, aber tut mir trotzdem immer so ein bisschen weh.
von da kam ich. Das bedeutet, ich will hier auch nochmal hoch. Ich will mal gucken, ob ich hier vielleicht doch noch irgendwas finden sollte oder so. Einfach damit ich halt, wie gesagt, zu 100% komplett werde ich es nicht schaffen. Okay, hier komme ich nicht hin. Unsichtbare Wand. Kann ich da irgendwie hoch, wenn ich von dort aus hier hoch und dann versuche hier auf diese kleine, nee, okay. Warte mal, hier war ich, hier bin ich runtergefallen, okay. Hier habe ich mir die Ability geholt. Ja, ist das ein Tor? Weiß nicht ganz, was das jetzt gebracht hat. Aber das ist okay. Eigentlich will ich noch nach ein paar Menschen und Wanderer gucken. Ich habe so das Gefühl, so langsam verschwindet die rote Farbe. Jetzt kommt sie wieder, die ist so bedrückend. Ja, unser Kappa ist ein bisschen erschöpft. Nee, Kappa gefällt mir ja ganz gut. Ich glaube, der wird sogar mit C geschrieben, nicht mit K. Ich glaube aber, das liegt auch immer an der Version. Ich würde sagen, wir schreiben unseren Kappa mit C. Oder wie gefällt dir das? Gefällt dir das? Ja, guck mal, der kann mit dem Namen auch was anfangen. Das bedeutet, er ist dem Namen nicht gänzlich abgeneigt. Kann ich da irgendwie so? Nein? Okay, dann nicht. Schade. Da muss ich wieder komplett außen rum. Oder muss ich das? Ja, ist besser so. Das machst du super. Es ist zwar, ich sag ganz ehrlich, wie ich jetzt denke, dieser Rotton symbolisiert schon was Bedrückendes, oder ich sagen muss, okay, ich muss es irgendwie weghauen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, so richtig, ich weiß nicht, er hat schon sowas Bedrohliches, aber er macht ja nichts, das wissen wir ja. Kann ich irgendwie... Ich weiß nicht, wie ich die Wellen aktiviere. Dazu kann ich einfach nichts sagen. So. Na, gibt es unserem Kappa jetzt wieder die Geisterenergie? Das geht nicht auf. Warum nicht? Vielleicht von der anderen Seite als Shortcut? Oh je. Da ist wohl jemand verschüttet geworden. Verschüttet worden. Warum ist er jetzt weg? Das sieht mir alles so verdächtig aus. So als müsste ich da irgendwie schon was machen. Ich meine, die Erhöhung gibt's ja nicht umsonst. Oh, guck mal, wie er sich da einrollt. Oh, wie süß. Mit den Skeletten kann ich nichts machen. Schade, schade, es wäre schön gewesen. Kann ich da irgendwie hoch? Soll ich da irgendwie hoch? Naja, ich weiß nicht, ob ich da hoch soll. Das sieht eher so glitschig aus, aber die Steuerung ist generell nicht ganz so sauber. Aber unser Kappa schafft das schon. Na komm schon, Kappa und Graf, na los.
Ich weiß nicht, ob ich hier oben sein soll. Nein, ich werde so runter. Warum wurde ich jetzt runtergedrückt? Ich habe mir so viel Mühe gegeben, da hochzukommen. Och Mann. Da war eine unsichtbare Wand, die mich nach oben, nach unten gedrückt hat. Och Mann. Okay. Wir haben Klebepfoten. Der hat so diese Selbstklettverschlüsse an die Pfoten geklebt, damit er auch Wände hochkraxeln kann. Macht aber nicht immer. Da ist der Kappa ein bisschen eigen und launig. Okay, gibt's wieder Blümchen. Das ist schon mal okay. Die Frage ist nur, warum? Okay, da oben, warte mal, könnte ich von da aus nach da? Ja, könnte ich. Puh, Kletterpartie, Kappa, Kletterpartie. Na komm, das schaffst du, Bubi. Oh, komm schon. Ja, super. Ein bisschen braver Fuchs. Okay, das hat nichts gebracht. Oder? Nee, die Wand hält mich davon ab. Na gut, okay. Schade. Ich dachte, da könnte man irgendwas machen. Gibt's wieder Wasser? Mir gefällt das mit den Skeletten. Ich habe so das Gefühl, dass ich mit denen irgendwas machen muss. Die Frage ist nur, was? Warum? Aber auf der anderen Seite, dafür, dass ich das mit, was mit denen machen muss. Hallo, lauf doch nicht nach vorne. Ich habe so das Gefühl, dass am Wasser nicht wirklich stehen bleibt. Ah, er scheint generell zu laufen. Ja. Okay. Ich dachte, das wäre jetzt irgendwie ein Controllerfehler oder so, aber im Wasser bleibt er nicht zu 100% stehen. Rennt auch nicht und springt auch nicht. Okay. Bei hohem Wasser, klar, natürlich verstehe ich das, Leute. So ist das ja nicht. Bei niedrigem Wasser allerdings weiß ich nicht, warum er das macht. Aber na gut, dann ist das halt so. Hier ist die Blume. Wunderbar. So, ich gucke immer schön brav auf den Timer. Und dass ich unsere Farbe von unserem Kappa ein bisschen austausche. Ich bin gerade voll im gespannten Aufnahmemodus. Mal was probieren. Okay, das hat nichts gebracht. Na gut. Dann ist das aber so. Ich finde es schade, dass sie das Gameplay-Element rausgenommen haben. Wie gesagt, einmal dieses Jagen war schön. Und das hatte so seinen Charme. Und dieses Stöckchen suchen und zu diesen verirrten oder armen, verendeten Seelen bringen. Das hat auch was gehabt. Jetzt aber irgendwie ist es nur... Nee, jetzt fehlt mir das ein bisschen. Ich find's schade. Der fängt wieder an zu schnaufen. Bedeutet, da muss ich irgendwie wieder was machen. Die Frage ist nur, was? Da oben ist was. Muss ich da hoch? Ich meine, klar, es gibt sonst nichts anderes. Nee.
so das Gefühl, das bringt alles nichts. Finde ich ein bisschen komisch. Oder ich übersehe irgendwas. Das kann natürlich auch sein. Da möchte ich mich gar nicht so aus dem Fenster lehnen. So, da oben ist wieder so ein Sporenteil. Hier wird das immer mehr. Ich kann natürlich mal gucken, ob es hier oben was gibt. Okay. Ich habe einfach Try and Error probiert. Ah, ich verstehe. Hier, das ist die Pflanze, die bringt die Menschen irgendwie zum Liegen. Und hier ist der Fuchs, der bringt sie alle wieder zum Leben. Ich verstehe, wir sind also eine... ein Spirit of Life sozusagen. Der irgendwie alles wieder ein bisschen ins Reine bringen muss. Ich verstehe. Die Frage ist nur, wie kriegen wir dieses ganze rote Zeug raus? Ich muss bestimmt da hoch. Das rote Zeug tut also nicht gut. Schaffe ich das irgendwie hier so ein bisschen hoch? Ja. Ist die Frage, soll ich das hier hochschaffen? Oder soll ich das nicht hier hochschaffen? Nee, ich kann da nicht rechts lang, okay. Ich werde auch wieder hier runtergeschmissen sozusagen. Oh, hier ist was kaputt. Schade. Okay, ich dachte, da wäre irgendwas. Na gut. Ich glaube, ich bleibe bei dem weißen Fuchs einfach. Das passt jetzt eigentlich auch ganz gut gerade hier zu dem, was wir hier machen. Weil es hier sowieso gerade ein bisschen rötlich wird. Nee, da können wir nichts machen. Okay, dann muss ich aber nochmal zurück, mir Geisterenergie holen. Ich finde es hier auf der einen Seite ja ganz schick. Auf der anderen Seite weiß ich jetzt gerade nicht wirklich, was ich machen soll. Was nicht unbedingt schlecht, sein muss. Ist nicht unbedingt kritikmäßig gemeint. Garden of Light. Aha. Ah, schön. Super. So, die Frage ist jetzt, was mache ich hier? Hier fing er doch auch schon an. Kann ich hier oben irgendwie was machen? Okay, die sind schon fertig. Ich will jetzt nicht permanent alles, meine gesamte Geisterenergie irgendwie in diesen Boost reinhauen. Und dann auch mir ständig das Zeug wiederholen müssen. Ist jetzt die Frage, muss ich hier irgendwas machen? Warte mal. So eine leichte Vorahnung. Muss aber schnell rennen.
Hat das geklappt? Bin mir nicht ganz sicher. Oh, das ist ärgerlich. Wenn ich nicht die passende Zeit dazu habe. Okay, das bringt die zum Liegen. Best Friends! Oh, super.